I wanna shoot, baby. Irgendwie einsam hier hinten. Hilf mir mal. Dorpinder. Hol. Dad. Wieso der feste rote Anzug, Mr. Poole? Weil Weihnachten ist, Dorpinder, und ich bin hinter jemandem her, der sehr unartig war. Ihr denkt jetzt vermutlich, das ist ein Superheldenfilm, aber der Typ im Anzug hat aus dem anderen gerade einen Kebabspieß gemacht. Überraschung. Das ist eine andere Superheldengeschichte. Gehen wir zurück, bevor ich mich in Ganzkörperkonto umgepresst habe. Mr. Wilson, bei Ihnen wurde Krebs im Endstadium festgestellt. Wir schaffen das. Was wäre, wenn wir Sie heilen und Ihnen Fähigkeiten verleihen würden, von denen die meisten Menschen nur träumen können? Dann würde ich sagen, klingt nach Dauerwerbesendung, aber einer ganz miesen, nicht küchenhobelmäßig, mehr Dressing-Shaker. Falls ich dich nie wiedersehe, ich liebe dich. Wenn ich fertig bin, werden ihre mutierten Zellen alles heilen. Aber sie denken immer noch, wir machen sie zum Superhelden. Wir machen sie zum Supersklaven. Ach komm schon, lässt du mich jetzt hier ganz allein mit dieser armseligen Catwoman? Was auch immer die mit mir gemacht haben, mein Körper ist jetzt unkaputtbar. Aber mein Gesicht... Nein. Sieh mich an. Sieh's dir an. Ich will nicht. Sag ich doch. Ich wollte nicht super sein. Und ich bin kein Held. Aber wenn du mitkriegst, dass dein schlimmster Feind hinter deinem Mädchen her ist, ist es höchste Zeit, ein scheiß Superheld zu sein. Musik ab! Exco, deliver to you! Nah. Wait for you to get it on your own! Exco, deliver to you! Wir können sowas nicht zulassen, Deadpool. Ich habe keine Zeit für deinen X-Men-Schwachsinn, Kolossus. Außerdem, niemand wird verletzt. Der Typ war schon da oben, bevor wir gekommen sind. Knock, knock, open up. Ich habe viele Rollen gespielt. Jungfrau in Not ist keine davon. Kennen Sie diesen Mann? Moment. Habe ich den Herd angelassen? Exco, give it to you. Hey, du bist mir zu krasser Kerl, deshalb habe ich ihn dabei. Ich meine, deshalb habe ich sie dabei? Klar, mach dein Tweet fertig. Schnapp sie dir, Tiger. Oh, der die auf einem Abschussball flachlegen will, tut mir jetzt schon leid. Exco, give it to you.